Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode, beziehungsweise mal wieder zu einer Episode Bloons Tower Defense Battles 2 mit dem Fred. Und wir suchen jetzt erstmal einen Gegner raus. Der Gegner vorher hat abgebrochen, weswegen wir jetzt uns mit einem neuen verbinden. Und zwar zeige ich euch heute, wie ich das immer mache, wie ich das immer spiele. Ja, komm, ist in Ordnung. Spielen wir. Das ist meine Taktik. Wir nehmen den Fallschussschützen, wir nehmen die Nagelfabrik, wir nehmen das Affendorf und wir nehmen hier Bigfoot oder wie der heißt. Und los geht es. Also, Schritt Nummer 1, der Fallschussaffe muss relativ weit hoch. Ich glaube mittlere Stufe, viertes glaube ich davon. Also mittlerer Zweig, vierte Stufe glaube ich davon. Werden wir jetzt gleich mal sehen, was denn jetzt hier passiert. Olive Knight 4877. So, komm. So, los geht's. 3, 2, 1. Ich spiele sonst eigentlich nicht am Computer. Muss ich mich jetzt erstmal umgewöhnen. Er hat schon gesetzt. Komm, Beeilung. Direkt mal da hochzielen, bitte, Kollege. So, und jetzt fangen wir natürlich immer direkt an, wie wir das ja von Tower Defense Battles kennen, dass wir dem Gegner immer direkt schon mal was schicken. Allerdings muss ich Zielbündelung auf jeden Fall mal einmal erreichen. Ja, die packen wir mal nach da. So. Ah, die ist noch nicht gut genug. So ist das, glaube ich. Ja, ist das so besser? Naja, wir testen mal. Wir schicken ihm jetzt auf jeden Fall erstmal ganz viele Ballons. Ja, okay, er hat den Reißnagelwerfer da unten hingesetzt. Ey, komisch, dass er mir keine schickt, ehrlich gesagt, weil das normalerweise die Gegner immer machen. Aber okay, den setze ich auch schon mal da oben hin. So, jetzt haben wir schon mal auf beiden Seiten ein bisschen was zumindest schon mal abgedeckt. Und das bedeutet, wir können jetzt schon mal anfangen, ein bisschen stärkere Ballons zu schicken. Aber eigentlich ist das unsinnig. Eigentlich müssen wir erst warten. Erst immer die roten. Und ab Runde 4 dann die blauen. Und ich glaube, ab Runde 5 können wir dann die grünen schicken, weil das dann schneller geht. Dann geht's schneller. Warte mal, es müsste... Oh, er setzt tatsächlich eine Nagelfabrik. Ernsthaft? Eine Nagelfabrik. Er setzt einfach erst auf eine Bananenplantage. Das könnte doch ein interessantes Match werden hier auf jeden Fall. Aber am Geld ist es... Es mangelt eigentlich so nicht am Geld, weil ich den Multiplikator sowieso sowas von hochdreschen werde. Der muss bis Runde 20, muss der auf jeden Fall auf über 1000 liegen. Das ist immer so mein Ziel. Aber ich habe echt schon lange nicht mehr gespielt und sonst auch immer nur am Handy. Bedeutet, das wird jetzt auf jeden Fall mal lustig werden hier am PC. Aber ich habe schon so viele Matches gemacht. Oh, da kommt sogar vielleicht was durch bei ihm. Nee, kriegt er noch so gerade. So, Runde 5, jetzt fangen wir nämlich schon mal damit an. Ja, der Multiplikator muss jetzt erstmal hoch. So hoch, wie es geht. So, einmal die da oben hin. Der muss so hoch, wie es geht. Erstmal jetzt so auf 500, würde ich mal sagen. Schnell auf 500, wenn er auf 500 ist, kann ich dann wieder die blauen schicken. Und dann müssen wir irgendwann mal wieder, müssen auf jeden Fall irgendwann sparen. Desto schneller ich den Fallschussschützen habe, desto besser. Aber wir haben ihn jetzt schon, oh Gott, wir haben ihn schon. Ernsthaft? Was macht er denn? Junge, was machst du denn? Ernsthaft? Lass dich doch nicht so... Es ist unglaublich. Erste Runde. Ich würde sagen, wir machen kurz einen Cut und dann machen wir ruhig einen neuen. Okay, wir sind wieder da und die Strecke... Ja, komm. Ist egal. Wir nehmen die jetzt einfach mal. Lass uns natürlich so, wie wir es haben. Und ich kann aber schon mal sagen... Ich spiele immer gerne Gelegenheitskämpfe, weil bei den Ranglistenkämpfen ja irgendwie, glaube ich, der allerletzte Zweig gesperrt ist. Und ich will eigentlich immer so lange spielen, wie es geht, weil das Spaß macht. Und die hinteren Runden ja auch eigentlich die interessanteren sind, finde ich. Oder zumindest sind es interessante Runden, sagen wir es mal so. Jetzt müssen wir leider wieder erst sparen. Weiter. Jetzt. Ein bisschen beeilen. Na, ein bisschen schneller, damit er da auch schön hinschießen kann. Warte mal, die Zielbündelung, die Schussbündelung kommt jetzt nämlich. So, und ein bisschen höher einstellen, dass da keine Pfeile vorbeigehen oder beziehungsweise dass da keine Pfeile in diesen Schädel reingehen. So, ich fange nämlich schon mal an. Runde 2. Ja, er macht das so ähnlich wie ich. Er bringt jetzt noch nichts, glaube ich. Es bringt jetzt noch nichts, die blauen zu setzen, glaube ich. Für 500 schon mal, damit wir da auf jeden Fall auf der defensiv sicheren Seite sind. So. Die roten wieder hinterher. Ja, Multiplikator, beziehungsweise das, was wir kriegen, 300 jetzt gleich. Das ist schon mal okay. Sind schon mal ganz gut dabei. Ab Runde 4 dann die blauen hinterher. Aber ich muss... Was habe ich hier denn? Ich muss auf jeden Fall
gleich noch unseren Helden hinsetzen. Werde ich jetzt gleich auch mal eben tun. Machen wir jetzt mal eben schnell. Ja, der kann ruhig dahin. Kann ruhig auf die Stärkeren gehen. Ach, die kann ich entfernen, okay. Ich habe die Karte hier erst einmal gespielt vorher. Von daher, aber gut, dass sie immer mal wieder neue Karten reinbringen. Das ist ja in Ordnung. So, jetzt können wir ein bisschen weitermachen. Erst kommen jetzt die Blauen und ab Runde 5 hoffentlich dann mit etwas mehr Geld schon die Grünen. Aber ich glaube, so viel Geld kriege ich jetzt hier noch gar nicht zusammen. Deswegen müssen wir noch ein bisschen warten erst. 350 oben. Es reicht. Ja, es könnte reichen schon, um ein bisschen was auszurichten jetzt. So, die Grünen. Ich mache das gar nicht, um ihm jetzt unbedingt sofort eins reinzudrücken. Ich mache das jetzt erstmal in erster Linie. Wir können trotzdem schon mal versuchen. Ich mache das in erster Linie. Ja, ja. Setzt ja wieder die Plantage. Oh, das bringt ihm jetzt natürlich gar nichts. Ja, das sind natürlich richtig schlechte Karten. Hat schon echt einige Leben verloren, aber er rettet sich noch. Das ist der Unterschied zu eben. Er hat sich noch gerettet und das wird wahrscheinlich... Das könnte das Spiel dann noch mal ein bisschen drehen. Dadurch, dass er sich jetzt gerettet hat. Allerdings kommen wir dann nicht über Runde 40, weil er dann... Oder entweder er oder ich wird weniger Leben haben. Einer von uns beiden auf jeden Fall. Deswegen... So, jetzt bin ich bei 500 angekommen. Jetzt können wir noch einmal boomen schnell. Aber da müssen wir uns auch ein bisschen beeilen, was auf jeden Fall dann das Geld angeht. Ja, jetzt müssen wir sparen. Jetzt muss ich sparen. Und zwar auf das 5600. 5600. Das wird nochmal ein Spaß. Aber ich muss trotzdem schon mal einen da vorne hinpflanzen. So, ein zweite setzt er. Aber dann habe ich ihn trotzdem gleich. Ich glaube, ich habe ihn gleich. Weil irgendwann kommen die Kamos. Und vor allem kannst du dann irgendwann die Kamo-Blei schicken. Und wenn er darauf nicht vorbereitet ist, könnte es problematisch werden. Oder wir versuchen es jetzt einmal. Ja, ich glaube, das reicht schon. Ja, ja, das reicht schon. Ach, Mann. Ja, gut, ich muss es probieren. Ich wollte es jetzt nicht riskieren. Ich wollte es nicht drauf ankommen lassen. Tja. Kriegt er von mir auf jeden Fall ein gutes Spiel. Tja, so geht das. Wir können ruhig noch eins machen, es läuft ja. Was soll ich sagen? Wir können mal ganz kurz eben auf meine Statistik drauf gucken. Und zwar... Gesamtwerte. Spiele gespielt 907. Ja, das heißt, ich habe schon ein paar Spiele gemacht hier, auf jeden Fall. Habe aber dann die meisten natürlich nicht aufgenommen. Hab jetzt einmal mal wieder den Spaß entdeckt, mal wieder zu spielen. Ich habe längere Zeit nicht gespielt. Nee, die Strecke nicht. Die kenne ich gar nicht, muss ich gestehen. Die habe ich noch gar nicht gespielt. Oh, er drückt auf Weiter. Ah, okay. Die ist okay. Wir nehmen wieder das, weil es einfach die geilste Taktik ist. Es ist die beste Taktik, muss man einfach sagen. Der Fallschirmschütze ist so OP, vor allem jetzt hier bei Battle 2, finde ich. Der ist hier viel stärker, finde ich, noch sogar als bei Tower Defense 6. Der ist richtig gut. Der ist richtig gut, der Kollege. So, jetzt schauen wir mal. Der Ladebildschirm dauert ja leider immer ein bisschen. Aber werden wir den weiteren Sieg holen oder nicht? Ich bin ziemlich optimistisch, dass wir das schaffen werden. Wir werden es sehen. Ob das klappt, komm. Lad. Jetzt müssen wir wieder schnell sein. Beeilung. Ich drück schon drauf. Ja, da ist mir schon sofort eine entwischt. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Na, Mann! Komm her! Ja, das war jetzt natürlich der schlechteste Anfang, den ich hätte haben können. Weil ich jetzt alles verbockt habe hier schon, aber nun gut. Ist egal. Einfach alles verbockt. Er macht's auch nicht schlecht eigentlich. Er geht jetzt auf drei Sachen drauf. Also er hat quasi dreimal, dass der Fahrt... Also er kann quasi mit einem 1-2 näher. Dreimal kann er die Strecke dann haben. Ja, jetzt hat er mich auch, glaube ich, schon. Der war nicht... Warum habe ich den da oben hin platziert? Es war so unsinnig.
Es war so dermaßen unsinnig, den Nen zu platzieren. Jetzt brauche ich nämlich noch einen, eigentlich. Warum habe ich den da oben hingepackt? Das war so dumm. Er hat ihn viel besser positioniert als ich. Ah, warum habe ich den da hingepackt, ey? Warum? Jetzt muss ich ja noch einen bauen. Wir brauchen aber erstmal Geld. Sonst bringt mir das nichts. Tja, da oben war der nicht schlau. Jetzt brauchen wir noch einen. Und ich weiß auch, wo ich den hinschicke. Den setze ich ungefähr dahin, wo er den auch hingesetzt hat, glaube ich. 800 kostet der. Ein bisschen Geld noch eben snaggeln. Okay. Nicht aufregen. So. Er kommt nach da. Ja, und jetzt setzen wir den ungefähr nach da. Und es müsste eigentlich keiner drin stecken bleiben. Nö, das müsste passen. Aber ich habe zu wenig Geld. Ich habe viel zu wenig Geld. Mann, ey, so komme ich nicht weiter. Ich brauche mehr Geld. Wir haben zwar noch kein Leben verloren, aber das reicht noch nicht. Der Multiplikator muss hoch. Einmal zumindest ein bisschen, so erstmal so auf 400 hoch. Und dann mal gucken, wie wir das dann angehen. Der Kollege eben hat auch schon Probleme, ne? Als wir die geschickt haben, die Grünen, hatte der Kollege eben auch schon Probleme. Ah, kommen welche durch, oder? Einer? Kommt einer durch? Ja, zwei oder so, mehr sogar kommen durch. Ja. Ich würde eigentlich mal gerne ein bisschen längeres Spiel machen. 135 Leben noch. Ja, jetzt verliert er einiges an Leben. Ach, Kollege, was machst du denn? Wir könnten ihn jetzt eigentlich gleich schon besiegen. Glaube ich zumindest. 108 Leben. Oh, jetzt hat er richtig kassiert. Jetzt hat der Kollege richtig kassiert. Das Problem ist, ich habe zu wenig Geld. Ich muss ihn schon besiegen, sonst bin ich gleich kaputt. Oder wir probieren einen Trick aus. Ja, wir machen einen kleinen Trick. Wir bauen jetzt hier nämlich was hin. Sonst schaffe ich es nicht. Ich kriege ihn sonst nicht kaputt. Ich habe zu wenig Geld. Ich kriege die Stufe nicht ausgebaut. Ich habe nicht mal die zweite Stufe hier. Boah, ich habe nicht mal die zweite Stufe ausgebaut. Und der Typ spart, glaube ich, gerade richtig ordentlich. Der wird gleich auf jeden Fall schon die Stufe fertig haben. Und da müssen wir vorbereitet sein. Aber das wird nicht reichen. Ich glaube nicht, dass das reichen wird. Deswegen schicke ich jetzt einfach mal noch so ein paar hinterher. Ja, er hat's. Er hat's ausgebaut. Jetzt ist natürlich... Jetzt haben wir ein dickes Problem. Jetzt haben wir wirklich dickes Problem, weil ich das auch ausbauen muss. Aber ich habe das Geld nicht. Ich muss sparen. Oh, er hat eine Fabrik gesetzt. Okay. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir viel Geld kriegen. 1400, kaum Multiplikator hoch. Er hat aber auch noch nichts geschickt. Und daher passt das alles noch. Und oben ist auch noch in Ordnung. Wir haben noch die Nagelfabrik als Sicherheit. Aber die Runde wird... Ich glaube nicht, dass wir die gewinnen werden. Das ist nicht gut gelaufen. Das ist nicht gut gelaufen. Und der zerfetzt einfach alles da unten. 600 Multiplikator. Ich müsste schon sparen, aber ich kann es mir nicht leisten eigentlich. Ich muss auch den Multiplikator da oben hochdreschen. Schwieriger Spagat jetzt. Der hat schon die zweite gebaut. Aber ich finde, die bringen hier gar nicht so viel. Spare ich jetzt oder nicht? Nee. Wir lassen es. Vierte hat er jetzt gebaut. Okay. Komm, wir dreschen den Multiplikator jetzt hoch bis hinten gegen. Ich hab genug. Wir dreschen ihn jetzt hoch bis hinten gegen. Bist du so bei Runde 20 bei... Wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal deutlich über 1000 kommen bei dem Multiplikator. Ja, 1000. 700 Geld. Ja, nächste. Jetzt will er mich aber verarschen, ey. Jetzt will der Kollege mich aber verarschen, ey. Ganz ehrlich, das schaffen wir nicht. Aber er verbaut halt auch viel Platz, ne? Da bin ich ja gleich mal gespannt. Es wird eine interessante Runde werden. 1000. Ich hab nix. Ich hab echt nix. Es läuft so schlecht gerade.
Ich darf den Multiplikator aber auch nicht vernachlässigen. Das ist echt schwierig gerade. Schwieriger Balanceakt, was wir jetzt hier gerade machen. Ich muss... Ja, komm, wir sparen jetzt. Ich spare jetzt. Es nützt alles nichts. Ich muss sparen. Ich muss sparen. Ich habe keine Wahl. 3000 haben wir jetzt gleich. Ach komm. Das dauert halt auch so lange, ne? Vor allem 5600. Boah. 5600. 5300. Komm. Komm. Mach. Ja, Dankeschön. Endlich. So, und jetzt einmal. Eine davon. Aber die werde ich jetzt gleich erst benutzen, noch nicht. Wir müssen es echt noch ein bisschen hochhauen. Der muss hoch bis hinten gegen den Multiplikator. Viel höher, viel höher, viel höher, viel höher, viel höher, viel höher. Viel höher als jetzt, viel höher als jetzt. Ja, komm, 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 komm. Jetzt die rosanen, jetzt die rosanen. 1200, das geht sogar. Da bin ich ganz gut unterwegs jetzt. Aber ich brauche Nagelsturm gleich. Ja, den kriegen wir ganz gut, glaube ich. Den kriegen wir. Den kriegen wir, kein Problem. Der fällt gleich da rein. Dann ist es kaputt, ja, ja. Das ist nicht das Problem. Zack, zack, und jetzt... Au, er hat Probleme. Er hat Probleme. Er kriegt ihn nicht. Er kriegt ihn nicht, er kriegt ihn nicht. Er kriegt ihn nicht. Er kriegt ihn nicht. Ach, ernsthaft. Guck mal, wie viel der hat. So ein Vollidiot, ey. So ein Idiot. Guck mal, wie viel Farmen der hatte. Oh mein Gott, und er hat trotzdem verloren. Das darf doch nicht wahr sein, oder, ey? Ja, ich würde mal sagen, damit sind wir am Ende. Gratis-Belohnung? Nö, mache ich nicht. Und wir sind am Ende von dieser Episode. Wenn dir Blue und Star Defense Battle 2 gefällt, dann lass doch gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns in der neuen Folge wieder. Mach's gut. Bis denn, ey. Tschö.